Ja, hallo meine lieben Final Fantasy Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich, endlich wieder Final Fantasy. Hab schon wieder mal eine Weile nicht gespielt, das ist ja immer, wenn ich dann so eine kleine Aufnahmepause habe. Dann spiele ich mal eine Woche oder etwas länger nicht und dann nehme ich wieder ein paar Folgen auf, ist ja klar. So, Cloud, aber jetzt geht's weiter. Wir sind dabei, Jesse zu helfen. Jesse versucht, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, wir waren ja gerade Pizza essen bei ihren Eltern. Papa geht's ja nicht so gut, momentan ist ans Bett gefesselt und wir haben uns aber seine ID geschnappt, um Jesse zu helfen, Sprengstoff zu besorgen, der das nächste Mal nicht die halbe Stadt in Schutt und Asche legen wird. Wobei, das hat er ja auch nicht getan, das war ja auch eine fingierte Sache von Shindra, wie wir wissen. So. Da ist ein nächster Punkt. Da können wir hin. Das sieht nach Kampf aus. Ja, wollte gerade sagen. Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, oh. Heda! Oh. Da! Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! Oh. Okay, ihr seid nichts für mich. Euch habe ich im Griff. Guck mal, was noch. Die Gegner auf uns warten, weil. Ist das laut? Ich höre mich ja kaum. Okay. Materie aufgestiegen. Sehr gut. Da kommen noch mehr. Ist das laut? Alarm, Alarm. Ja, müssen wir eine Fähigkeit. Wobei, für die brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit. Wir noch stärkere Feinde auf uns lauern. Ich denke mal ja. So. Ja, da kommen schon die stärkeren Feinde. Geschütztürme. Das hat uns gerade noch gefehlt. Hat uns gefehlt. Nee, wollen wir nicht haben. Oh. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Ah, das ist schon ein bisschen stärkere Elite. Die Elite, wir haben die Elite angezogen. So. Okay, werden wir mal Magie anwenden, würde ich sagen. Ah, hier, Magiestufen wählen. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nur noch eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Feuerer und Feuiger sind beispielsweise verstärkte Formen der Magiefeuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du die Stufen einer Magie mit, Steuerkreuz auswählen. Ja, das ist bei uns jetzt hier, wie ich jetzt gerade sehe, bei Vitra der Fall. Das ist erhöht, aber die Luftmagie nicht. So. Wo ist jetzt nur sein Schild? Ist er jetzt schon fertig? Ist schon fertig? Ja, schon fertig. Das geht doch nicht. Warte mal. Ja, warte mal. Ich wollte noch einen Angriff auf dich starten. Schwertsturm. Hab ich gedacht, ne? Das sitzt doch immer gut. Noch einen? Nö, kann man jetzt nicht. Ein bisschen heilen wäre auch nicht schlecht. Jetzt können wir mal die neue Magie ausprobieren. Magie Vitra. Ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, oder? Wie viel gibt das? Oh, ne, war gar nicht so übertrieben. War eigentlich ganz gut. Okay, nochmal Mutangriff. Sehr gut. Zack. Bix. Ja, Bix. Super. Hast du sie runtergehauen? Der wäre erledigt. Super, Bix.
Wo ist Wedge? Los, umzingeln! Okay. Warum bin ich hier mitten auf dem Platz? Irgendwie ist es sehr ungünstig. Also offen. Eieieiei. Okay, nochmal ein Schwertangriff. Schwertsturm. Oh nein. Voll reingerannt. Okay, machen wir mal gar nichts. Wer schießt denn da mit Feuer auf mich die ganze Zeit? Also Bix und Wedge, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen? Ach, du bist das. Der Grenadier war das. So. Ich überlege gerade, soll ich mich heilen vielleicht erstmal? Machen wir nochmal Vitra. Magie haben wir ja noch genug. Geschockt bist du. Nochmal Mutangriff. Na gut, der war ein bisschen übertrieben. Okay. Und runter damit, Bix. Ah, du bist kein Amateur, Bix. Die erste Klasse von Avalanche. Ja, und das nächste. Es kommt mir irgendwie vor wie so eine Arena. Oh, Zeitlupe. Wir sind hier in der Arena. Im Kolosseum. Ja, ist jetzt ein bisschen schlecht, so viele Hunde. Um die werde ich mich kümmern. Aha, Wedge. Oh Gott. Wie läuft? Mir nach, Wuffis! Ja. Nein, Wuffis! Oh, Wuffi haben deinen Arsch erwischt. Erwischt. Oh Gott, Wuffis. Die haben da was Knackiges gesehen und haben reingebissen. Also denkt ihr nichts dabei. Die dachten, das ist ein knackiger Hamburger oder so. Ne. Burger. So, wer ist denn da? Okay. Was ist da noch? Hedge, der gerade rumläuft? Tatsächlich, der ist auch noch da. Oh, der läuft schnell. Man sieht ihn sogar in Zeitlupe laufen. Aber Wuffis sind wieder weit weg. Gut, die sollen uns jetzt nicht stören. Wir werden jetzt mal Wachhund Nummer H angreifen. Ja gut, dieser Sturm ist super. Bin gleich nochmal ein Schwertsturm. Okay, die kümmert sich Wedge. Oder Wedge? Oh Gott, hier läuft. Er ist echt schnell. Aber gut, er hat sie auseinandergetrieben, was schon mal sehr gut ist. Wir müssen nicht gegen alle auf einmal kämpfen. Wedge, hast du echt Leckerli. Ja, ich glaube doch, die denken, du bist das Leckerli. Die denken, du bist das Leckerli, Wedge. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen. Na, komm jetzt. Ich krieg doch noch. Was? Pizza Power? Ah, da bist du. Okay, die Feinde sind jetzt momentan noch in Ordnung. Jetzt nicht unschlagbar. Okay. Wachhunde besiegt. Danke dir, Wedge. Gut in Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Naja. Noch mehr. Oh nein. Es geht weiter in der Arena. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Ja, sieht so echt so aus, ne? Okay, Wedge. Machen Sie fertig. Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Also, jetzt wäre halt blitzideal, ne? Ah, Beschwörung. Das ist Ifrit, oder? Wenn du mit Beschwörermaterie ausgerüstet bist, erscheint bei Kämpfen gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü eine Esper beschwören. Ja, das würde ich doch gerne tun. Eine Esper beschwören. Oh, die Rolle sieht gut aus. Als Zeitlupe auch. Klasse, wie Cloud hier einmal rollt. Okay, wir beschwören die Esper, aber dann muss ja die Beschwörer... Muss ja voll sein. Oh Gott, das sieht ja gar nichts ab hier gegen die beiden. Schnell, lock den Ausrüscher zu den Minen! Okay, ich lock sie zu den Minen gleich, Wedge.
was wollte ich denn jetzt? Einmal ein Schwertsturm? Bringt das überhaupt was? Ja, ein bisschen schon. Okay, warte mal, ich lock sie zu den Minen. Wo sind die Minen? Ach hier, die roten, ne? Sind das die Minen? Oder nicht? Das sind die Minen. Ist das nur Beleuchtung? Okay, warte, ich kann gleich den Esper beschwören. Wedge. Der Esper ist gleich da. Ah, jetzt kann ich ihn nehmen, oder? Ist das mein Limit? Moment, ich habe ihn jetzt ein bisschen verwirrt. Limit beschwören. Was machen wir? Beschwören auf jeden Fall, Ifrit. Limit kann ich immer noch anwenden, oder? Ja, Ifrit sehen wir jetzt in Aktion das erste Mal. Oh, Ifrit. Esper, kämpfen an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATP-Einheiten deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fertigkeiten zu befehlen. Wenn ein Esper den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfertigkeit ein. So rum. Gut. Ja, sieht ja schon gut aus. Limit können wir auch anwenden. Okay, muss ich mich heilen jetzt erstmal? Ne, erstmal das Limit noch. Warte. Er ist nicht geschockt, leider. Oh hier. Das war's dann. Boah, das hat schon ordentlich reingehauen. Gut, wir müssen uns aber trotzdem heilen. Das hilft ja nichts. Ich habe doch Angst, ein bisschen Angst zu sterben. Weil die haben bestimmt auch... Okay, jetzt machen wir noch eine Esper-Fertigkeit. Gucken wir mal. Flammen. Flammensturz. Genau. Dass ein Auslöscher wenigstens dran ist. Ja, der ist, oder? Der ist fertig. Ja, deine Minen irgendwie... ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich habe sie noch nicht gesehen. Denn die Minen jetzt hier? Nicht so blöd. Ich sehe sie nicht. Warte, der ist gleich auf Schock. Der ist gleich schockig. Schockig, ja, sehr gut. Und jetzt bringt es wirklich hinter uns Schwert ab. Ja. Na toll. Ja, hört nicht auf, ne? Oh, den kennen wir doch. Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Bist du nicht, dass wir Freunde sind? Oh, Endboss, Zwischenboss, würde ich sagen, ne? Hauen wir mal rein. Schauen wir mal, ob wir hier ich hatte dir doch versprochen, eine Chance haben. Dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Okay, können wir gerne machen. Ich bin bereit. Oh. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Aber er ist nicht schlecht. Ich glaube, er hat schon drauf. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Sehen sich auch ziemlich ähnlich, oder? Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich! Du und ich in fairen Stellen. Oh, er hat uns geheilt. Oh, okay, schauen wir mal. Was können wir machen, wenn wir mal ein bisschen Schwertangriffe? Ah, ist schon stark. Blitz. Warte, ich mache mal eine Analyse. Habe ich die überhaupt? Habe ich die Analyse? Die wäre bei Magie? Oder bei Fertigkeiten? Doch, hier. Ja, jetzt ist weg. Nein, oh mein Gott. Die Analyse verdrückt. Ja gut, aber er verliert schon gut. Warte mal, machen wir mal ein bisschen Windmagie.
Gar nicht übel. Na, dann nochmal Analyse. Ey, wie kann man blöd sein, die Analyse wegdrücken? Bin mal so frei. Also, ein rebellischer Soldat dritten Ranges. Er liebt Motorrädergeschwindigkeiten. Okay, ist nicht so physische Treffer und das Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Okay, physische Treffer. Wirksamkeit, Feuer. Haben wir das jetzt im Repertoire? Ich glaube nicht so, aber vielleicht als Gegenstände im Menü. Schauen wir gleich mal mit etwas Abstand. Gegenstände. Was ist denn hier gut? Handgranaten? Ja, Handgranaten würde ich sagen, ne? Schauen wir mal. Hier, ne, bitteschön. Toll, die Handgranaten bringen es ja voll. Warte, nochmal. Ah, jetzt kommt er auf uns zu. Es ist die Handgranate. Einmal versuche ich es noch. Ah, der wirft sie irgendwie so 2 Meter weiter weg. Fress! Die müsste halt gleich explodieren. Ne? Okay. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, Heilung. Heilung. Aber es sieht gut aus, ich glaube. Er kann uns jetzt nicht so gefährlich werden. Unser Limit haben wir auch bald. Okay, guter Schlagabtausch hier. Mhm. Schon ins Taumeln. Jetzt kommt noch mehr, habe ich das Gefühl. Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund. Na klar, mein Freund. Dann. 600, ist gut. Ah, Mist. Bin bereit. Jetzt muss nicht blinzeln. Meine Treffer sind schon ein bisschen schwach, habe ich das Gefühl. Ah, das ist gut, wenn du den blockst. Richte deine Augen nur auf mich. Ich richte meine Augen nur auf dich, du bist der Beste. Moment, ich brauche einen Trank. Das geht, glaube ich, schneller. Alles in Ordnung. Jetzt kommt nicht blinzeln. Mit Marzipan. Ah, er ist schon stark jetzt geworden. Stärker als vorhin. Ich suche schnell Rendezvous. Bist du denn? Ja, von hinten. Zack. Okay, Magie. Einblocken. Ah, zu schnell, zu langsam. Vitra. Ach, Gott sei Dank. Das heilen wir jetzt notwendig. Jetzt habe ich doch gleich mein Limit dann voll. Ja. Was hat der immer mit Marzipan? Gut ausgewichen. Sehr gut. Mehr davon? Habe ich mein Limit jetzt nicht? Was ist los? Wo ist mein Limit? Mein Limit. Jetzt habe ich mein Limit. Ich habe echt genug Rotschlag. Mein Gott. Irgendwelche letzten Worte? Ja. Puh, das Limit hat gesessen. Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Ey. Ich hoffe doch, dass das unser letzter heißer Ritt war.
Sag bloß nochmal, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen, Leute. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Nicht nochmal. Schon etwas mitgenommen, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Mein Freund? Okay, hat uns geholfen, aber nur damit er Spaß hat dann letztendlich, oder was? Ja, okay. Okay, also Shinra stellt wohl jeden ein hier, oder was? Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Butai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Oh, das Zeichen von Jesse. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ich denke mal, wir haben gute Arbeit geleistet, oder? Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch. Mehrere Terroristen haben das Gelände vor Lagerhalle 7-6 gestürmt. Alarmstufe rot. Sofort ausrücken. Okay. Sofort ausrücken, das heißt, wir müssen so schnell wie möglich Festnahme einleiten. Fliehen. Okay. Leute, ich hoffe. Oh, ich kann hier gar nicht reden. Ich wiederhole. Wiederhole hier nichts. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge, mach mal Pause hier, in der nächsten Folge, wird es weitergehen? Die Flucht aus dem Shinra-Gelände hier wird uns hoffentlich gelingen. Was ist mit Jesse? Was ist mit Wedge? Ich habe ihn auch nicht gesehen. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf euch auf und habt einen wundervollen, schönen Abend. Bis zur nächsten Folge und ciao.